So, da bin ich wieder. Gestern haben wir schon mal das Gespräch zwischen unserem Ziel und dem König Richard mitbekommen. Und auch, dass die zwei und einen kleinen Streit haben. Ein paar leichte Unstimmigkeiten. Und ja, versuchen wir den vernichten können. Möglichst ohne erwischt zu werden. Ich bin und bringe schlimme Kunde. Er beschuldigt uns. Da ist jemand wieder weg. Er erkennt nicht, was wir für das Wohl unserer Sache getan haben. Welche Schande! Was weiß er denn schon? Komm nicht näher! Ruhe! Hütet eure Zungen. Ja, er irrt. Aber seine Vorwürfe entbehren auch nicht jeder Grundlage. Es ist leicht, bei einem Rundgang hier Fehler zu finden und Mängel zu erblicken. Ich fürchte, ich bin faul und träge geworden. Nein! Wir sind euch ergeben! Warum sagt ihr das? Ich sehe, wie ihr übt. Euch fehlt es an Hingabe und Beharrlichkeit. Ihr schwatzt und spielt. Die übertragenen Pflichten werden schwerlich oder gar nicht erfüllt. Das endet am heutigen Tag. Ich lasse mich nicht weiter von ihm erniedrigen, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und das solltet ihr. Es ist eure Schuld. Ihr habt Schande über uns gebracht. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geschickt und entschlossen. Also gut, ja doch. Zweikampf. Will er etwa gegen uns kämpfen? Lass ihn nicht entwischen. Doch so. Na, sage niemand deine Schlacht, die ich nicht gewinnen kann. Sage niemand deine Schlacht, die ich nicht gewinnen kann. Denkt bitte nicht, dass du schon verloren hast. Ja. Ruht aus. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akkon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akkon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Er denkt, er kann uns besiegen. Ja, jetzt müssen wir mal rauskommen, das ist wieder lustig. Das kann ja gar nicht sein. Na, sage niemals eine Schlacht, die du nicht gewinnen kannst. So, wow. Da kommt einer nach dem anderen, das ist genug für alle da. Na? Auch noch. Scheiße. Komm schon. Ja. Das kriegst du die Hüte. Kann doch nichts siegen. Jetzt habe ich die Technik wieder vergessen. Kann ich wieder los. Oh nein,
Ah, okay, jetzt hab ich's. Wird dir niemals ergeben! Oh, das hast du. So. Und jetzt komm, auch noch. Du. Und du. So, das letzte müssen wir laufen. Auf zum Assassinen. Er ist ein toter Mann. Stadtalarm, Stadtalarm, das muss doch nicht sein. Nein, nein, wo sind wir nicht? Oh, Entschuldigung, das war nicht der Plan. So, wie komme ich jetzt hier raus? Wie komme ich jetzt aus diesem Viertel da raus? Das ist hier doch so ein gutes Militärviertel. Ich glaube, da. Ah, da, so hin. So hin. Ja, hopp. Ja, hopp, lieber, 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 lieber. Komm, 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 komm. Die Leitern auf, Leitern auf, Leitern auf. Yes, so gut wie draußen. Wow. Oh. Kein Problem. Easy going. Ja, komm, 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 geh dann auf, geh dann auf, geh dann auf, geh dann auf. Ja, hopp. Geh dann rein. Das war wahrscheinlich wieder sauknapp, da haben wir doch. Gott sei Dank. Sie kommen hier schon mal. Nee, sind wir noch nicht. Lauf schon mal. Lauf, 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 lauf. Geschwind, wieder Wind für die Dächer. Ab nach Haus, ab nach Haus. Das komische Büro da. Oh, da ist eine Flagge. Das ist der Wache. Nein, oh. Wie hakelig kann man eine Steuerung machen? Die Frage wird mit diesem Spiel geklärt. Ja, es gibt schon schlimmere Spiele. In dem Sinne. Also nur beim ersten Teil, so bei dem anderen wird es immer besser. Bei Assassin's Creed 3 und 4 dann schon. Das ist schon. Nein! Er sucht es! Ich bin doch gar nicht da, ich bin doch gar nicht da. Was? Bewegt euch! Oder ich werde euch über den Haufen rennen! Ich hab doch gar nichts gemacht. Ah, kein Problem. Wer blockt das Feind? Wir können ihn nirgends finden. Auf und lauf, 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 lauf. Ihr habt ja nichts zu suchen. Geht. Ja, ich bin weg, ich bin weg. Nein. Oh, du Eumel. Ciao, ciao. Sehr schön.
mal. Ab aufs Dach und sofort da rein. Was führt euch hier? Wilhelm von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein. Es war die rechte Zeit, für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad. Aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualem besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Das ist immer so eine gute Idee, mit dem Meister zu sprechen. Ziel wurde eliminiert, zurück zu Al-Mualem. So langsam kommt ihr mir nämlich immer verdächtiger vor. Oh, wir scheinen aus dem Animus rauszukommen. Endlich mal wieder. Hi, hat gedauert. Schon fertig? Aufstehen. Was immer Sie sagen, Doc. Ich beende die Sitzung. Ich komme sofort. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Nein. Alles ist Denver. Ich weiß nicht, wie er. Natürlich. Ich verstehe. Sie haben eine Menge Ärger, Mr. Miles. Wo liegt sein Problem? Die kommen Sie holen. Wer kommt mich holen? Assassinen. Hey, ich hatte nichts damit zu tun. Klingt, als würden Sie eine Art Rettungsversuch starten. Schätze, sie sind wichtiger, als sie dachten. Mann, oh Mann, das wird ja immer noch abgefahrener hier. Das musste passieren. Wie meinen Sie das? Der Kampf, den Ihr Vorfahr während des dritten Kreuzzuges begann, er hat nie geendet. Und sie werden von Templern festgehalten. Wittig ist ein Templer? Sie konnten es nicht wissen. Sie verbergen sich sehr gut. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Wittig arbeitet für Sie. Wir alle. Abstergo ist Ihre Firma. Ich dachte, Templer wären alte Kerle mit komischen Hüten, die rumhocken, Bier trinken und Pläne schmieden, um mit Trollen und Zwergen die Weltherrschaft zu erringen. Nein. Außer dem Teil mit der Weltherrschaft, schätze ich. Sehen Sie, Desmond, es ist sehr kompliziert. Die Hälfte von dem, was man über die Templer sagt, stammt von verrückten Psychopathen, die Helme aus Alufolie tragen. Die andere Hälfte sind Halbwahrheiten, die Templer selbst in die Welt gesetzt haben. Aber Sie sind die bösen Jungs, oder? Wenn ich eins gelernt habe, seit ich hier arbeite, dann, dass es so etwas nicht gibt. Alles ist relativ. Wie kann ich es Ihnen am besten erklären? Was Sie wollen, ist gut. Aber die Art, wie Sie es umsetzen, ist böse. Wirklich böse. Was versuchen Sie denn zu tun? Lucy. Ja. Miss Dirnan, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie hoch. Sofort. Bin unterwegs. Okay. Tut mir leid, Desmond. Ich muss gehen. Sie sollten sich zur Ruhe legen. Die Antwort auf all Ihre Fragen liegt direkt vor Ihnen. Sie müssen nur wissen, wo Sie gucken müssen. Aha. Die Assassinen kommen uns holen. Juhu, die Assassinen kommen uns holen. Also gut. Dann legen wir uns mal schlafen und beenden am diesen Tag. Der nächste Morgen. Morgen. Ich hab Sie schon vermisst, Doc. In den Animus. Oh weh, jetzt mal war ich schlecht drauf, ha? Gut, wir sind bereit. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das wäre der Part für heute gewesen. Bis morgen. Bis dann.